Dann bist du oben. Nee. So, ich gucke jetzt die ganze Zeit rechts. Jetzt soll er sich verdammt nochmal hin. Ist er denn? Ist er der Typ? Was? Hier liegt eine M4-Optik. Der Typ ist noch bei mir hier. Schnick mal mit. Ja, der soll schön bei dir bleiben. Ja. Damit er nicht weiß, wie ich hier laufe. Jetzt will er in die Hangar. Ich schlaufe dem einfach hinterher. Jetzt hat er einen Fischerhut an und die Jacke wieder ausgezogen. Rego, wohin läufst du? Nee, oh, das war ein Bug. Ich bin gerade wieder zurückgepackt. Ah. Oh, ich habe gerade verloren. Der ist gerade in die Richtung gelaufen, war weg. Aha. Sollte ich verpissen, wenn der mich attackiert, tauschen um. Oh, ja, der ist irgendwie weggepackt, weggeklitscht, keine Ahnung. Einmal war weg. Wo seid ihr? Hey, ich bin hier. Ah, da ist. Fällt mir überhaupt nicht, da. Schaffen wieder, schaffen wir. Gut. Hä? Bei mir steht jetzt hier Steam, du spielst jetzt DayZ Hoop. Ja, kann sein. Spiel ich doch. Ja. Aber nicht seit gerade eben. Ui. So. Bleibst du noch hier oben, Markus, oder gehen wir beide runter? Ich weiß ich lauf jetzt rüber. Wart noch, bis ein Hube in dem anderen Gebäude ist. Ich bilde die Vorhaut, Vorhut. André, wo bist du unten? Ich bin eins tiefer, ja. Ich glaube, ich ziehe mir dieses Barett hier mal an. Das grüne Jägerbarett. So, ich habe jetzt ein grünes Barett an. Das Haus ist absolut clear. Gut. Ich habe gerade reingespäht mit meinem Cheater-Blick. Aber oben auch? Ja. Oh! Jemand hat auf mich geschossen. Nein! Ich bin unconscious. André, komm hier hoch, komm hier hoch. Komm André. Hier rein, komm hier rein. Der Junge ist auch am rumheulen. Der war Shadow, komm rein, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Jetzt macht ihr die auf, ne? Jetzt ist sie zu. Okay. Geh hoch, geh hoch. Wo liegt der? Sven? Oh, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Bist du wieder da? Bleib liegen, bleib noch liegen. Wird auf mich geschossen. Sag, wenn du reinkommst, sonst schieße ich. Sag, wenn du reinkommst. Jetzt bin ich tot. Wo bist weißt du, von wo? Ist der? Der war ziemlich nah, ziemlich laut. Boah. Ja, ich hab den auch gehört. Also, wenn jetzt jemand reinkommt, ich schieße, ne? Hup, du bist nicht da bei uns. Nein. Also der muss bei dem Gefängnisgebäude, bei dem Polizeigebäude sein, irgendwo da. Ich kann aus dem Fenster rausgucken, André, also ich könnte dir sagen, wann der reinkommt. Ja. Okay. Endlich tot! Ja, ist kacke. Wo liegst du denn, Sven? Ich lieg direkt da ein Gebäude neben dem Polizeigebäude. Ich weiß gar nicht, wer das für eins ist. Ach scheiße, also... Das ist doch der Tower, oder nicht? Ja. Fuck, wo war der? Jungi war auf jeden Fall nicht. Aber kann sein, dass seine Kumpels das waren. Naja gut, wenn ich einen Bambi und einen sehe, der ausgerüstet ist, schieße ich auch erst auf den Ausgerüsteten. Ja. Auch ein guter Schauspieler. Psst. Da kann ich wenigstens mal gerade meine Freundin anrufen. Abwarten. Bitte einmal ruhig, bitte. Ich glaube, hier ist einer bei mir drin. Ich finde das so scheiße, dass ich mit dem über Pushstück reden muss. Nee, lass den einfach reden, ey. Der soll sich von der Treppe verpissen, ey. Der blockiert mir den Weg, wenn jetzt jemand kommt. Sag dem das. Nicht auf der Treppe stehen bleiben. Soll hoch zu mir. Geh hoch. Geh hoch. Nicht die Treppe blockieren, geh hoch. Dein Maus, sonst schieße ich ihn einfach ab. Geh hoch. Alter, krass. Wo war der Wichser? Kann das sein, dass er irgendwo auf der anderen Seite vom Airfield war und dann gesniped hat, aus einem Busch heraus oder so? Oder war der hier bei uns in der Nähe? Ich hab den Schuss ultralaut gehört, ne? Ich also auch.
Deswegen. Ich hätte auf jeden Fall eine Mosin. Ich mach mal kurz mein Headset lauter, also bitte nicht schreien. Das kann ich nicht versprechen, wenn er jetzt hier reinkommt. Wer hat den längeren Atem? Ey, sag mal, kann der mal auf einer Stelle stehen bleiben? Ey, der geht mir voll auf den Sack. Ey, ich pack noch gleich meine scheiß Axt aus und handelt für heute. Der kann noch neu anfangen. Ja, was denn? Ich find's lustig. Also, wie du dich aufregst. Wieso hat der seine Waffe weg? Irgendein Zombie wurde gepult. In welche Richtung? Der ist ziemlich bei uns in der Nähe. Ich kann den Zombie nicht sehen, aber ich höre ihn. Jemand hat den gepult. Das heißt, der ist hier irgendwo in der Nähe. So, ich mach jetzt einen auf Banzer, jetzt mir egal. Entschuldige mich. Sag aber, wenn du zu uns reinkommst. Ich komme nicht zu euch rein. Okay. Oh, bleib doch mal stehen! Ich hab eigentlich einen Grund, den zu rächen. Der Typ ist mir jetzt egal mittlerweile, ich will es jetzt rächen. Auf jeden Fall. Darf ich ihn umbringen? Ich glaub, das war ein miese Junge. Weil darf ich ihn umbringen? Der sagt nämlich noch zu mir, warte mal gerade, hier vorne hat doch meine Leiche gelegen. Komm mal bitte gucken, ganz komisch. Und dann bin ich da und auf einmal pum. Jetzt echt? Da kann aber nur Zufall sein, keine Ahnung. Ich bin ja auch nicht immer so ganz anwesend. Ich hab ihn vertraut, ich bin da rum, so komm mal gucken, ja, bam. Der hat doch gesagt, der wurde in einem Haus umgenietet. Knall den Wichser ab. Ich mach den fertig. Voll. Mann, kalt. Gib den Wichser und dann sagen Wings warum. Weil der Lügner ist. Bitte weiß, warum ich stirb. Machst du das, Markus? Du kannst ihn ja so gut leiden. Da hast du deine Genugtuung, deine Rache. Darf ich? Schieß mir erst den Bein ab. Du hast meine Permission. Nö, ich würde ihn einfach mit dem Axt umbringen. Oder so. Nee, komm, mach direkt hier Headshot. Dann mit der Shotgun. Ich laufe einmal außen rum. Wie der auch noch direkt an der Treppe bei mir stand, ne? Um mir den Weg zu blockieren. Ah ja. Ich hab grad ein schlechtes Gewissen. Mach den kalt, ey. Hier liegt ja meine Leiche noch. Das sehe ich ja sogar. Wusste ich gar nicht. Ja, du siehst da keinen mehr. So drumherum oder so. Nee. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich meine Leiche noch sehen kann, wenn ich tot bin. Ja, geh mal nach oben. Der soll rauslaufen. Ne, lauf mal raus. Sag, ich steh draußen, ich warte. Steht von uns einer draußen, der wartet auf dich. Der wurde rausgebackt. Ja, hab ich gehört. Selbst schuld. Der soll nicht reinkommen, sonst schieß ich. Ich seh keinen draußen. Ja, der ist garantiert tot. Ist er tot? Stimmt. Da ist ja gerade jemand durchs Dach gepackt. Nee, ich seh ihn. Wo ist er denn? Er läuft draußen rum. Der soll nicht. Ich hab ihn gerade gesehen. Soll ich ihn abknallen, wenn er reinkommt? Ja. Jungs, ist jemand an meiner Leiche? Ja, das ist der Dings. Der wird auf den geschossen, oder? Ja. Ja, der hat mir gerade alles weggeholt. Und ich seh ihn. Gut. Wo? Der läuft außerhalb raus vom Airfield. Wer? Weiß ich nicht. Irgendeiner, der ausgerüstet ist auf jeden Fall. Also der hat aber gerade auf den Typen geschossen, ne? Auf den Jungen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der wurde ist er tot? Ich glaube ja. Da kommt einer auf uns zu. Ich schieße auf alles, was hier reinkommt. Ich bin da, der an der Tanne steht. Ja. Wie gesagt, geh jetzt mal von deiner Seite rechts an der Tanne vorbei. Guck, geh du einfach nur nach. Ich bin hier. Das war jetzt zwar links, aber ist egal. Ja, ich weiß, ich will nicht rechts gehen. Ja, ja. Wo ist der? Der ist gestorben, glaube ich, da hinten. Ja, nein, der Typ, der geschossen hat. Der muss auf der anderen Seite sein.
Also auf der Seite, auf der anderen Seite vom Airfield, ja. Genau. Wo bist du gestorben, Sven? Vorne, gell? Ich lieg hier zwischen den zwei Gebäuden. Sehe meine Leiche noch. Ja, kann direkt sagen, wenn da jemand läuft. Also der Typ war gerade an deiner Leiche, oder was? Ja, und hat mir meine Jacke weggenommen. Hat meine Jacke und mein MG ist auch alles weg. Meine M4 ist auch alles weg. Das war der Kleine. Der Kleine ist tot, oder was? Das kann ich jetzt sagen. Ey, wenn das jetzt echt so... Der muss irgendwo auf dem Airfield sein. Also auf irgendwo da... Es wäre nochmal genau, wo liegt deine Leiche? Zwischen liegt genau Gebäuden. Zwischen dem Polizeigebäude und dem Tower, wenn es der Tower ist. Ja, doch. Ja, genau. Ich glaube, ich weiß, wo. Ja, genau dazwischen. Ja. Also müsste der... Krass wäre es jetzt natürlich, wenn der Typ jetzt mit dem anderen verbündet wäre und der hat jetzt einfach nur einen Warnschuss abgegeben. Ja, klar. Um praktisch Feuerschutz zu geben oder Deckung, keine Ahnung, damit der den looten kann. Oder behaupten kann, ja, die gehören nicht zusammen. Ja, das soll aber jetzt in dem Moment scheißegal sein, weil der jetzt nicht mehr bei uns ist. Ja, wie gesagt, auch wenn es der Kleine ist, der reinkommt, ich schieße auf den. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der hat ja eh nicht viel zu verlieren, hat er Pech. Wir waren ja gut zu ihm. Pech. Ja. Der weiß aber schon, der hat jetzt seine Waffe, hast du gesagt. Ich glaube, der ist tot. Ich meine, der liegt da hinten. Ja, meine Waffe ihn gesehen Richtung. Meine Feuerachse. Ich sehe ihn, den Gegner. Wo ist er? Oh. Der ist auf der anderen Seite, hinter dem Polizeigebäude. Weißt du, von wo wir kamen? Ja. Auf der Seite ist ganz er. Ganz da drüben ist er. Boah. Jetzt schießt jemand mit hier, mit meiner M4. Das ist der Kleine, glaube ich. Der schießt auf mich. Was? Garantiert. Der ist auf jeden Fall auf der Seite vom Rollfeld. Ich sehe den da unten, ich umrunde den und knall ihn ab, den Bastard. Mach das. Ich weiß nämlich, wo er steht. Sehr gut. Wenn das auch nur einer ist. Und ich laufe so im Berg, dass er mich nicht sieht. Ich höre Mosin-Schüsse von links. Das ist ein bisschen komisch. Ach so, ihr seid da nicht beide. Ihr seid nicht am Schießen. Ich nicht. Ach so. Ich sehe hier keinen. Ich höre nur Mosin-Schüsse. Ja, ich höre M4 und Mosin, ja. Da ist einer bei der Polizei. Den nix. Ja. Aber das ist hier bei mir in der Nähe. Die Schüsse werden direkt hier unmittelbar neben mir. Ich habe zwei Leute gesehen. André, bleib nach unten. Ich bleib unten. Wenn jemand reinkommt, ich schieße. Mach den fertig. Ich hab nämlich zwei Leute bei der Polizei gesehen. Voll auf mich geschossen. Der Kleine? Nee. Da kommt einer links auf dem Airfield, der ist einer am Bluten. Ich bin das. Ich komm rein, André, ich komm rein. Okay. Warte. Pass auf, hupt er nicht hinter dir auf der anderen Seite von dem Polizei. Du musst schießen, wenn der hinter mir kommt. Ja. Da kommt jetzt einer Richtung Tower. Ich bin das. Er geht nicht auf, die Tür geht nicht auf. Du bist bei mir schon im Gebäude am Bluten. Die Tür geht nicht auf, Alter. Der lebt noch, ich höre ihn. Der Kleine. Redet, der redet mit dem. Der Shadow ist ein Verräter. Ey, warum schießt du auf mich, Junge? Mach den fertig, knall doch einfach ab, den Spacko. Ich komme jetzt zu dir, ne? Achtung. Da rollt einer einen Berg runter. Ich knall ihn jetzt ab, ne? Schon mit dem seine M4. Wie reicht das? Da rollt sich einer einen Berg runter. Da rollt sich einer einen Berg runter? Ja, der liegt da, der zielt auf mich. Der steht, der hockt jetzt. Ne, das ist hier, das ist der. Ich mach den, ich... Hier der, gell? Der hier, da ist ne? Noch einer dabei. Da ist noch einer dabei. Wo? Das sind zwei Leute. Die sind rechts, Ey, ich komm da gleich hoch und schieß auf den mit der Mose, ohne Scheiß. Ne, alles easy, aber hier kommt scheinbar irgendwo einer. Das sind zwei Leute. Komm mit in das Haus. Machen sich lustig. Die sind an deiner Leiche. Ja, die stehen hier und ich höre die ganze Zeit reden. Ich kann mit denen. Sind zwei Leute. Ja. Einer ist am Kriechen. Der kommt jetzt. André, von. Der ist jetzt direkt rechts. Ich schieß auf alles, was reinkommt. Ich krieg grad Salim weg. Jetzt kommt er Richtung Tower gelaufen, einer. Ich bin dort. Hast du Bandagen? Wo bist du draußen? Ich bin draußen, ja. Einer ist da am Robben. Hat ein schwarzes Barett auf, Leute. Keine Ahnung, das sehe ich von hier nicht so genau. Tut mir leid. Kommt raus, ihr feigen Ratten, wenn ihr wisst, wo die sind. Ich weiß ja nicht, wer da wer ist. Ich habe ein schwarzes Barett, ich stehe ja, jetzt genau vor dir. Ich sehe das von hier nicht so gut, mein Gott. Ich gehe jetzt raus. Ja, ich stehe jetzt vor dir, André. In dem kleinen Ding drin. In diesem Carport. Okay, ich sehe euch durchs Fenster. Wer liegt da? Das ist der Kleine. Und du stehst.
Ja. André, Hu, bist du im Carport? Und Markus, wo ist der Gegner? Hier ist eine Banage.